Es sind 35 Grad im Schatten, ja? Und ich muss hier einen Gaskocher vorstellen, oder was? Ein wunderschönen Leute. Heute zeige ich euch mal dieses kleine Kerlchen hier und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß! So, vorstellen tue ich heute einen Gaskocher und zwar von der Firma Lexada. Die Firma hat Johannes entdeckt. Das ist wahrscheinlich auch so eine China-Firma, stellt aber Gaskocher und anderen Kram her. Zum guten Preis und die Teile sind doch wirklich sehr gut. Also hier kommt heute wirklich bloß unsere eigene oder beziehungsweise meine eigene Meinung. Das haben wir uns selber gekauft und von daher erwartet euch heute nur ehrliche Meinung. Ja, schauen wir uns das Ding erstmal an. Wenn man das mal anguckt, wie klein das Ding ist. Ich meine, ich habe hier eine Armbanduhr, eine Apple Watch, die kleine, wenn man sich das mal angucken will. Oder halt, ich nehme jetzt einfach mal das iPhone, was ich habe und lege das mal daneben. Das Ding ist wirklich im zusammengeklappten Zustand. Vielleicht so groß wie 2 2-Euro-Münzen, also das passt überall rein. Ja. Wenn wir den mal aufklappen, das ist ein bisschen friemelig. Aber irgendwer hat sich da wahrscheinlich kein System ausgedacht. Das ist wirklich ein bisschen fummelig. Oder ich kann es halt einfach nicht, wahrscheinlich kann es halt einfach nicht. Und wenn der ausgeklappt ist, hat man hier eine kleine schöne Stellfläche. Wichtig ist, Schraubverschluss, also es gehen nur Gaskartuschen mit Schraubanschluss. Und ansonsten, wie man Gaskocher halt benutzt, draufschrauben, aufdrehen, anmachen. Ich habe das jetzt mal getestet und zwar, wir sind ja hier im Okertal und der Fluss führt noch Wasser bei 35 Grad. Zum Testen haben wir jetzt einfach mal so, weil wir denken, das Ding ist einfach zum Trecken für unterwegs, haben wir 1 Liter Wasser damit erhitzt. Das dauert zwischen 4 und 6 Minuten. Warum sage ich jetzt 4 und 6 Minuten? Ich habe das vorhin getestet, das hat teilweise 6,5 Minuten gedauert, aber das Ding stand im Wind, das ist halt windempfindlich, wie jeder andere Gaskocher auch ohne Windschutz. Wir haben das aber vorhin nochmal getestet, im Schatten wollte ich gerade sagen, Windschatten, naja, da wo kein Wind ist. Und da hat das Teil um die 4 Minuten gebraucht. Wenn jetzt irgendwer sagt, ja, aber es gibt andere Firmen, die machen das viel schneller, das ist richtig, kenne ich auch. Wir haben die Firmen natürlich auch, die ich jetzt hier nicht nenne. Die sind dementsprechend teurer, also die kosten das 4- oder 5-fache von dem Ding, sind teilweise noch ein bisschen größer. Und ja, klar, es geht schneller, aber ich bin draußen in der Natur, da habe ich Zeit. Da ist mir das eigentlich Wurst. Ja, das war quasi schon der Gaskocher. Viel kann man dazu nicht sagen. Johannes hat den, also das ist quasi Johannes einer, der hat den jetzt mittlerweile ein halbes Jahr im Test. Auch wenn der hier so ein bisschen wackelig aussieht, der funktioniert. Wo er seine Schwächen hat, haben wir gesehen, das lag aber vielleicht an den Gaskartuschen. War halt im Winter bei, ich sag, Minusgraden, hat er so seine Schwächen. Oder halt, wenn es windig ist, hat er halt keinen Windschutz. Wenn man einen braucht, stellt man sich einen ringsherum und dann sollte das auch passen. Ansonsten, ja, wir sind begeistert. Ich glaube, knapp 20 Euro kostet das Ding. Und ja, kann man eigentlich nichts falsch machen. Wenn euch das Video gefallen hat, das kleine, kurze, weil mehr kann man ja dazu nicht sagen, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!